Und weil wir im Regenwald sind, regnet es auch immer wieder mal kurz und heftig. Auch an jenem frühen Morgen, an dem wir uns zu einer Besteigung des Vulkans Soufrière verabredet haben. Es ist empfindlich kühl hier in 1100 Metern Höhe und wie fast immer, die Wolken scheinen am Berg festzukleben. Doch dann lichten sich die Nebel und unser Führer ist sicher, dass wir eine gute Sicht haben werden. Und er hat recht. Man kann natürlich auch ohne Guide hier hinaufwandern, aber wer mehr über die einzigartige Pflanzenwelt und Geologie wissen will, ist bei Gerson Brudei in den besten Händen. Maggie dagegen war wie die meisten Einheimischen noch nie hier oben. Sie ist am Fuße des Vulkans geboren. 1976 drohte eine große Eruption und sie wurde als Baby evakuiert, zusammen mit 60.000 Menschen. Hier sehen wir zum ersten Mal, was wir die ganze Zeit schon riechen: Schwefeldampf. An dieser Stelle sollte eigentlich Schluss sein für die meisten. Nur mit Führer darf man weitergehen. Die giftigen Dämpfe sind zu gefährlich und man kann sich im dichten Nebel verlaufen und abstürzen. Aber auf diesen Anblick will niemand verzichten: der Krater. Der Soufrière ist einer der aktivsten Vulkane der Karibik und mit knapp 1500 Metern einer der höchsten. Grad auf Guadeloupe. Maggie kann es kaum fassen. Wir können verstehen, dass die Insulaner den Berg unheimlich finden und dass viele nach der Entwarnung 1977 nicht in seine Nähe zurückgekehrt sind. Auch Maggies Familie nicht. Immer wieder stehen wir total im Nebel und sehen fast nichts. Dann reißt es wieder auf, aber die ganze Zeit riecht es nach Schwefel. Eine seismologische Station registriert ununterbrochen jede Tätigkeit des Vulkans. Am Nachmittag zeigt sich über der verträumten Hauptstadt Basse-Terre der Vulkan in voller Schönheit. So klar ist der Soufrière nur an wenigen Tagen im Jahr zu sehen.